After years of peaceful existence on the distant planet Valoria, Questar and his people were forced into battle. The power of their step crystal ripped a hole in the fabric of time, sending them backward to prehistoric Earth. Unaware that at the same moment the evil Emperor Krulos was plotting to capture the step crystal with his own grotesque Rulon forces. And so, the battle continues in a new place and time with Dino Riders! Rasp, have you made the improvements to the Tyrannosaurus Rex as I commanded? Of course, Lord Krulos. Then let the demonstrations begin. Behold, Great Krulos, on his leg armor. Mächtige Kreissägen, die alles abholzen können. Und dem tödlichen Griff der Metallklauen kann nichts widerstehen. Die neuen Zwillingslaser können jeden Panzerstahl durchdringen. Und sie sind so leicht zu handhaben, dass man aus jeder Stellung feuern kann. Ausgezeichnet. Ich habe dich mit meiner Arbeit zufriedengestellt, großer Krulos. Ich bin zufrieden, dass meine Anordnung Folge geleistet wurde. Scheiß Kerl. Und nun der letzte Test. Dieser Panzerung und Bewaffnung ist mein Tyrannosaurus Rex unbesiegbar. Rulons, wir ziehen in die Schlacht! Zum Lager der Dino Riders! Attacke! Gut, Magnus. Und jetzt testen wir den linken Impulslaser. Okay, kommt sofort. Wirklich nicht übel, Magnus. Hallo Gunner, kann ich euch irgendwie helfen? Besten Dank, Tarot. Aber wir haben hier alles unter Kontrolle. Die Laser funktionieren prima. Naja, ich dachte, man könnte hier an der Panzerung vielleicht ein paar Änderungen vornehmen. Hey, du kennst doch den alten Spruch, mein Sohn. Solange was nicht kaputt ist, soll man es nicht reparieren. Oh, tja, dann werde ich mal versuchen, mich woanders nützlich zu machen. Ja, tu das, Tarot. Hey, Youngster, hast ich wette mit dir, dass du mich nicht schlägst. Sagen wir, bis zum Berg und zurück. Okay, einverstanden. Los! Eo, Youngster! Ich würde mich an deiner Stelle beeilen! Bloß keine Angst, das mache ich! Auf geht's! Gleich siehst du mich bloß noch von hinten! Na, bis später, Jungs, und viel Spaß! Icon, kannst du mir sagen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Krulos den Tyrannosaurus Rex wieder gegen uns einsetzt? 99,99% Beststar, also ist es praktisch sicher. Dann müssen wir nachdenken, wie wir ihn aufhalten können. Ja. Vielleicht hat Tarot eine Idee. Nein, ich meine, noch nicht, aber ich werde bei Gelegenheit mal darüber nachdenken. Dann gehen wir doch mal rüber zu Gunner. Er hat neulich einen Vorschlag gemacht, der sehr vielversprechend war. Na klar, frag Gunner. Ich bin euch keine Hilfe. Keine Angst, Kleiner. Wir werden deine Verletzung heilen. Serena, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Ach, Entschuldigung, tut mir leid. Ich wollte dich nicht stören. Schon gut. Ich merke schon, wenn ich überflüssig bin. Keiner mag mich und ich werde ja auch nicht gebraucht. Na also, jetzt kannst du wieder spielen. Tarot, warst du das? Merkwürdig. Tarot! Gunner kann mich nicht gebrauchen. Youngster kann mich nicht gebrauchen. Questar kann mich nicht gebrauchen. Serena kann mich auch nicht gebrauchen. Niemand kann mich gebrauchen. Ich bin ungefähr so nützlich wie ein... Na, fantastisch. Ich bin so langweilig, dass sogar mein eigener Saurier einschläft, wenn er mich sieht. An deiner Stelle würde ich Gas geben. Die Wette hast du jetzt schon verloren, Youngster. Was ist das denn? Das ist doch Krulos. Er reitet auf dem Tyrannosaurus Rex. Sie sind auf dem Weg zu unserem Camp. Dino Riders, wir werden angegriffen. Krulos kommt mit seinen Leuten auf unser Lager zu. Er reitet den Tyrannosaurus Rex. Den Tyrannosaurus Rex? Alle Mann auf die Kampfsaurier. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Denen werden wir es zeigen, Dicker. Okay,
Los geht's! Erst feuern, wenn ich das Kommando gebe. Habt ihr verstanden? Ihr habt euch mit eurem Ball den Fluchtweg versperrt. Ich werde euch alle vernichten. Jetzt, Dino Riders! Feuer! Feuer! Wir können ihn nicht aufhalten. Er drängt uns zurück. Jetzt hast du Angst, Dino Rider. Ach, ist süß. Und nun der vernichtende Schlag. Jetzt gehört der Transmitter endlich mir. Jawohl, der Transmitter gehört mir. Nichts kann mich mehr aufhalten. Das glaubst du vielleicht? Ich glaube es nicht, Dino Rider. Ich weiß es. Es hat keinen Zweck, Serena. Wir kommen nicht nah genug ran. Los, Männer! Weiter feuern! Wir müssen ihn aufhalten! Feuert aus allen Rohren! Ico, Tech, Tark! Die Wulans dürfen nicht durch die Lücke im Wall eindringen. Dieses Mal werde ich euch endgültig vernichten. Ita, du nimmst Questa unter Feuer. Er ist der Kopf der Valorianer. Marco, nimm Gunner unter Beschuss. Er ist ihr bester Kämpfer. Koplus, wenn wir nah genug sind, setzt du die Todesklauen ein und greifst dir den Transmitter. Nicht so schnell, Krulos. Erst musst du noch an mir vorbei. Mit einem Wicht wie dir gebe ich mich nicht ab. Für dich würde ich nicht einen Schuss verschwenden. Danke, vielen Dank. Es geht schon wieder. Los, vorwärts, jetzt kann er was erleben. Wir werden es ihm heimzahlen. Noch ein Schritt meines Tyrannosaurus Rex und die Dino Riders sind Geschichte. Freu dich bloß nicht zu früh, Krulos. Los, Krulos! Reicht dir den Transmitter. Ich habe noch eine Chance. Der Zerebralmanipulator. Zieht euch zurück! Das war einsame Klasse. Gut gemacht, Tarrant. Sehr gut gemacht. Ja, ein sauberer Schuss, mein Sohn. Hey, was ist denn? Ach, gar nichts. Du hast doch irgendwas. Du siehst aus, als hätten wir deinetwegen die Schlacht verloren und ich gewonnen. Das war wirklich keine große Leistung. Ich habe nur Glück gehabt. Ich bin nur deshalb so nahe an Krulos rangekommen, weil er mich genauso wenig ernst genommen hat wie ihr. So ein Zufallstreffer kann jeder mal haben. Komm mit, Kleiner. Wir gehen. Ihr braucht mich nicht. Was ihr braucht, ist jemand, der sich auch mal nützlich machen kann. Was sollen wir nur machen? So habe ich ihn ja noch nie gesehen. Ich spüre, dass er deprimiert ist. Und ich fürchte, der Junge hat sein Selbstvertrauen verloren. Tja, dann müssen wir eben alle tun, was wir können, um ihm zu zeigen, dass wir ihn doch brauchen. Aber am wichtigsten ist es, den Wald zu reparieren. Vector, wie lange wird das dauern? 48 Stunden und 23 Minuten, wenn wir alle ohne Pause durcharbeiten. Tja, dann wollen wir mal anfangen. Ja, 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 ich,
ja was. Los! Los, wo bist du? Ich eile, mein Gebieter! Los! Lande da drüben! Hier, sieh dir das an, so etwas ist uns noch nie untergekommen. Ein Tyrannosaurus-Jungs. Na und? Was hat mehr Vernichtungskraft als ein Tyrannosaurus-Rex? Zwei Tyrannosaurus-Rex. Ganz richtig. Ich will diesen kleinen Tyrannosaurus. Fang ihn ein. Wenn ich ihn erstmal habe, werde ich ihn in dem Lager der Dino-Riders abwerfen. Und dann werden seine aufgebrachten Eltern unsere Feinde für uns vernichten. Oh, was für eine geniale Idee, mächtiger Kulos. Du kennst mich doch. Weißt du, ich glaube, die beiden könnten Hilfe brauchen. Tag, lass mal unseren Arbeitssaurier ran. Hey, pass doch auf! Was soll denn das werden? Ja, das hast du prächtig gemacht. Wow, hier wird dann wirklich nie langweilig. Ach, eines vermisse ich wirklich, einen schönen großen Spiegel. Schade, dass es hier keinen gibt. Naja, es muss auch so gehen. Einen schönen großen Spiegel, hä? Ich glaube, das wird sich einrichten lassen. Los, lock die Eltern weg! Jetzt, Hammerhead! Kommands, Angriff! Folgt ihnen zum Lager der Dino Riders! Ist es nicht herrlich, dass wir die Dino Riders mit den Bestien vernichten, die sie immer beschützen wollen? Ich glaube, jetzt müssten wir gleich da sein. Mein Detektor zeigt an, dass die Silberader hier irgendwo sein muss. Hier! Ja, sehr gut. Halt, mein Freund. Dieses Silber ist genau das, was ich brauche, um für Serena einen Spiegel zu machen. Aber selbstverständlich weiß ich, was ich tue. Du wirst schon sehen. Okay, zuerst schmelze ich das Silber aus dem Fels. Dann muss ich die Unebenheiten von der Oberfläche entfernen und solange der hier abkühlt, gieße ich den zweiten. Da bist du platt, was? Questar, wo die Dinos gerade eine Pause machen, wollte ich dir schnell das neue Netz zeigen, das wir entwickelt haben. Kommt mit! Ist das deine neue Idee, wie du uns vor dem Tyrannosaurus Rex schützen willst? Genau, wir haben eine gummiartige Substanz entdeckt. Wenn wir das Netz über den Tyrannosaurus werfen, dehnt es sich und zerreißt nicht wie ein gewöhnliches Netz aus Fasern. Es würde vielleicht lange genug halten, bis uns etwas einfällt, wie wir ihn beruhigen können. Ja, ich habe schon einen ganzen Satz von diesen Netzen angebracht. Hoffen wir nur, dass wir sie niemals brauchen werden. Verlass dich nicht darauf. Schneller, du unnützes Vieh! Ist Zerstörung nicht etwas Großartiges, Rat? Bald wird es im Lager der Dino-Rider so aussehen wie hier. Und wenn sie endgültig vernichtet sind, brauchen wir uns ihren Transmitter nur noch zu holen.
So, sie sind schön abgekühlt. Und jetzt pass mal gut auf. Ich brauche das Silber nur noch ein bisschen zu polieren und schon haben wir ihn. Einen erstklassigen Spiegel. Nein, nein, mein Freund. Das ist kein anderer Saurier. Das bist du. Pass mal auf. Siehst du, es ist ein Spiegel. Okay, jetzt sind wir fast fertig. Ich bin gespannt, was Serena für ein Gesicht macht. Was ist denn da los? Seht mal da oben, da ist Hammerhead! Was haben Sie denn jetzt schon wieder vor? Ganz gleich was. Es ist bestimmt nichts Gutes. Dino Riders, auf die Kampfsaurier! Schneller! Schneller! Das hört sich so wie ein zweiter Tyrannosaurus Rex an. Ja, das klingt wie ein Erdbeben. Youngster! Sie haben ein Tyrannosaurus-Junges in Ihrem Netz! Dann mal los! Sofort landen, sonst werde ich euch... Was wirst du uns, Dino Rider? Wenn du auf uns schießt, dann knallst du das Tyrannosaurus-Junge mit runter. Er hat recht. Wir können es nicht riskieren. Aber Serena, wir können sie doch nicht einfach in unser Lager fliegen lassen. Wir haben keine andere Wahl. Das Leben des Jungen steht auf dem Spiel. Schneller! No! Gut so, jetzt ganz langsam. Hab ich dich! Hey, Serena, ich hab unseren Junior am Wickel! Junge, hast du ein Temperament? Es tut mir leid! Hey, Serena, ich könnte hier ein bisschen Hilfe gebrauchen! Ist ja gut! Reiß dich zusammen! Ich werde versuchen, ihn zu beruhigen. Wir wollen dir nichts Böses tun. Hab keine Angst, wir sind deine Freunde. Es funktioniert nicht. Los, auf mit dir, Serena. Ich bin einfach nicht an ihn rangekommen. Er ist viel zu wütend und verschreckt. Oh, oh, jetzt fängt der Ärger erst richtig an. Ihr müsst versuchen, sie zurückzutreiben. Es hat keinen Zweck. Dadurch werden sie nur noch wütender. Jetzt dauert es nicht mehr lang. Bald wird es nichts mehr geben, was uns davon abhalten könnte, hier das Kommando zu übernehmen. Haben sie auf uns aufmerksam gemacht. Und jetzt nichts wie weg. Was ist denn das? Flieht! Mich hier raus! Das ist dein Befehl! Was, du Idiot! Bleib gefälligst stehen! Ich brauche eure Hilfe, um den Zerebralmanipulator runterzukriegen. Wir kommen! Das haben wir gleich! Tarrant! Sehr gut, Tarrant. Damit hast du uns heute schon zum zweiten Mal gerettet. Tarrant, etwas Mutigeres habe ich noch nie erlebt. Aber ich habe doch nur... Woher hast du gewusst, dass der Tyrannosaurus Rex seinem Spiegelbild nachjagen würde?
Mein Styracosaurus ist wild geworden, als er sich im Spiegel gesehen hat. Und da dachte ich mir, dass der Tyrannosaurus vielleicht genauso reagiert. Das ist wirklich sehr scharfsinnig von dir gewesen. Hör mal, wenn du irgendwann mal wieder was brauchst, ich bin genau der richtige Mann. Und damit verleihen wir dir in Anerkennung deines Mutes, deiner Geistesgegenwart und deines Erfindungsgeistes die Dino Rider Tapferkeitsmedaille. Bravo! Ja! Und noch eine Medaille für unseren tapferen kleinen Styracosaurus. Was sagst du dazu, Dicker? Auch am nächsten Samstag geht es zurück in die Vergangenheit. Eine Reise in die Steinzeit am Samstagvormittag. Tolle Geschichten vom Marvel Universum, die Dino Riders bei RTL Plus. Super Zeichentrick am Samstagmittag. Michel Veillon und die Teenage Mutant Hero Turtles um 13:05 Uhr bei RTL Plus.